Versicherungsvermittler sind genauso an Gesetze gebunden wie alle anderen Personen. Daher müssen auch sie immer auf dem neuesten Stand sein. Beim diesjährigen 13. Versicherungsvermittlerforum wurde der Schwerpunkt auf die Digitalisierung gelegt. André Rummel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den IHK-Räumlichkeiten in der Landeshauptstadt. Er hatte zunächst weniger erfreuliche Nachrichten über den aktuellen Wirtschaftsstand der Unternehmen im Land. Nichtsdestotrotz hofft auch er auf einen produktiven und informativen Tag für alle Beteiligten. Im Anschluss eröffnete Stefan Halbach das Forum mit einer Danksagung an alle Anwesenden. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit heute hier, weil alleine die Tatsache, dass Sie hier sind, zeigt, dass Sie Interesse an Ihrem Berufsstand haben, dass Sie sich auch für Ihr Beruf arrangieren. Aber es ist gerade wichtig, dass wir gemeinsam hier bei der IHK einen Tag vollbringen, Gedankenaustausch haben können und dass wir dann in der Lage sind, hoffentlich mehr zu erreichen, sei es bei der Politik oder sei es auch hier bei der IHK. Ist es natürlich wichtig, dass die IHK weiß, wie wir denken, wie wir ticken. Das Engagement zur Weiterbildung ist besonders durch die fortschreitende Digitalisierung nötig. Dabei spielt die Möglichkeit zur digitalen Beratung, zum Beispiel via E-Mail oder Online-Chat, genauso eine Rolle wie die Vorbereitung auf digitale Gefahren in Form von Aufklärung und Beratung. Andreas Vollmer vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. informierte in seinem Vortrag unter anderem über diese Cybergefahren und über Cybersicherheit. Ja, wir sprechen da ja von den sogenannten Cybergefahren und diese Cybergefahren, da müssen wir natürlich schon alle massiv drauf einstellen, weil wir ein politisch anspruchsvolles Umfeld haben, wo entsprechende Cybergefahren mittlerweile drohen, dass die gesamte westliche Gesellschaft durchaus hohe Risiken eben auch durch Angriffe aus dem Osten, speziell aus Russland, sieht. Und das Wahnwitz hier an der ganzen Geschichte ist, dass ja, viele das noch nicht verstanden haben, dass gerade kleinere und mittlere Unternehmen auch Ziele von Hackerangriffen sind, weil Hacker herausgefunden haben, dass dort eben das Einfallstor meistens besonders weit offen steht. Abschließend brachte Paul Witting von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg alle Anwesenden auf den neuesten Stand bezüglich der Weiterbildungspflicht nach Gewerbeordnung § 34d für Versicherungsvermittler und Versicherungsberater. Diese Weiterbildungspflicht wurde 2018 eingeführt und basiert auf einer EU-Richtlinie, nämlich der EU-Richtlinie 216 aus 97. Und hier haben wir dann die Zielsetzung, dass die Fachkompetenz und die personelle Kompetenz des Versicherungsvermittlers mindestens aufrecht erhalten werden soll. Das aber nicht aus reinem Selbstzweck hinaus, sondern es soll dem Kunden Nutzen dienen bzw. dem Verbraucherschutz. Neben den Inputs wurde sich natürlich auch wieder untereinander ausgetauscht und auch das wird an der Veranstaltung sehr geschätzt.